so eine neue Aufnahme. Ich hoffe, dieses Mal ist es synchron. Ich habe es noch nicht synchronisiert, den letzten Part. Den muss ich noch machen. Ich hoffe, es ist synchron. Ich meine, die letzten zwei Parts, oder beziehungsweise der vorletzte Part, der war ein bisschen unsynchron. Den letzten, den habe ich dann synchronisiert, oder muss ich noch in dem Fall synchronisieren? Ich habe es noch nicht gemacht. Ja, hast du schon den Vorfall im Kraftwerk gehört? Es liegt östlich von hier. Nein, Lavandia. Naja, wenn dieser Part wieder unsynchron laufen sollte, dann werde ich diesen Part halt auch nochmal nachsynchronisieren. Ich weiß, kommt es ja nicht gut, wenn ich ständig Parts nachsynchronisieren muss, aber hey, ist doch egal. Was steht denn auf dem Flugblatt? Rupplige Trainer tragen auf dem Tunnelpfad Kämpfe aus. Soll es ein Zungenbrecher sein? Da sich die Beschwerden der Anwohner häuften, wurde der Tunnelpfad auf unbestimmte Zeit geschlossen. Ordnungsamt verpriss mal. Ach, dieser verdammte Staat. Immer dieser Staat müsste ich überall ein. In Verbrechen, in Stress ohne Grund, also in Songtext von Bushido. Einfach in alles. Es kotzt mich an. Auch in der Zensur von Filmen. So ein Pussy-Deutschland. Egal. So, wir sind hier auf Route 7. Die kürzeste Route, was ich kenne. Hier, endet die und da vorne, beginnt sie. Oder auch umgekehrt. Schauen wir mal nach, was es hier für Pokémon gibt. Ich glaube, hier gibt es Hunduster. Werfen wir mal einen Blick drauf. Ein Radikal. Hallo Radikal. Ach komm, es hat nur Level 18. Ach, das ist ja langweilig. Es lohnt sich ja nicht einmal zu kämpfen. Warum haben sie hier die Pokémon eigentlich so schwach gemacht? Na klar, die wollten das ein bisschen mit der Game-Edition in Einklang bringen, die wilden Pokémon. Aber das bringt ja eigentlich nichts, ne? Ich meine, die hätte man auf, ja, mit Level 40 wäre ich zufrieden gewesen. Also ich hätte sie hier auf Level 40 alle gesetzt. Man hätte hier auch zum Beispiel so Vorentwicklungen machen können, wie zum Beispiel dieses süße Pummelhoff. Oh, mein Lieblings-Pokémon. So, wenn ich noch eins finde, fange ich es ein. Ein Habitag, okay. Ich möchte jetzt eigentlich nicht so lange in dieser Route bleiben. Ich möchte hier eigentlich ja nur ein Hunduster finden, damit ihr seht, dass es hier Hunduster gibt. Oder gibt es die nur nachts hier vielleicht? Kann das auch sein? Ja, ich glaube, die gibt es nur nachts. Ich schaue jetzt noch einmal nach und dann stelle ich wahrscheinlich dann fest, dass es die nur nachts gibt. Ja, Hunduster findet man hier nur nachts anscheinend. Das finde ich ein bisschen blöd, das mit diesen Tageszeiten. Muss man immer warten, bis eine bestimmte Zeit irgendwie erreicht ist oder so. Das hat mich früher als Kind auch genervt. Da wollte ich mal ein Pokémon fangen, welches weiß ich nicht mehr. Und dann muss ich extra warten, bis es Nacht wird. Das ist immer sehr nervig. So, wir sind jetzt in Prismania City. Und die Musik, ja, ist wie in der Game-Edition. Bloß ein bisschen verändert natürlich. Ah, da kommt Laune auf. Und hier ist wieder der Typ mit seinem Quappo. Dieses Quappo ist mein Partner. Ich frage mich, ob es sich wohl je in einen Frosch-Pokémon weiterentwickelt. Na, Quaxo meinst du? Nee, da musst du Quapuzzi entwickeln. Also Quapo entwickelt sich nicht zu Quaxo. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir haben deine Pokémon. Ach, das kennen wir eigentlich schon, ne? Das müssen wir eigentlich jetzt nicht anschauen. So, wer bist du denn? Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte, das war ja vor 3 Jahren. Ja, genau, vor 3 Jahren. Wow, du und dein Pokémon versteht euch sehr gut. Ja, wissen wir, wir sind ja auch Champion, wir verstehen unsere Pokémon. Hi, ach Eusen, du bist es. Ich komme gerade von meinem Heimatort zurück. Es ist schon lange her. Oh, übrigens, Gold, hast du die legendären Pokémon Raikou und Entei gesehen? Okay. Falls du auch nur eines von ihnen fängst, gibst du mir Bescheid? Ich zähle auf dich, Gold. Ja, okay. Wir werden die Pokémon sicherlich noch begegnen. Wir hatten bis jetzt das Pech und sind sie noch nicht begegnet. Aber es kommt wahrscheinlich noch. Erika versteht es meisterlich, mit Pflanzen-Pokémon umzugehen. Eine Unachtsamkeit. Normal. Eine Unachtsamkeit. Jetzt habe ich's. Wird dir bei ihr übel bekommen. Ja, Erika setzt Pflanzen-Pokémon ein, gegen die haben wir auch damals im Gelb-Let's Play einmal verloren, weil ich zu faul war, ins Pokémon-Center zurückzulaufen. Und um zur Arena zu kommen, brauchen wir ein Pokémon, das Zerschneider beherrscht. Es ist nur noch die Frage, welches Pokémon wollen wir da lassen? Wohin genau?
Okay, welches Pokémon kann denn noch mit zerschneiden? Das müsste Knofenser sein, oder? Knofenser, warst du das? Knofenser, warst du das? Ja, genau, du warst es. Sehr gut. Nehmen wir dich gleich mit. Okay, dann gehen wir jetzt ja, in Richtung Arena. Aber zuvor schauen wir uns noch die Stadt an. Wer bist du? Soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Prismania Villa hat eine geheime Hintertür. Ach, diese geheime Hintertür, wo man in der gelben Edition ein Evoli finden kann. Meinst du diese geheime Tür? Ja, die kenne ich schon. Wie man sicherlich weiß jetzt. An meiner Aussprache oder was auch immer. Hier müsste ein verstecktes Item sein. Sag mir, mein Pokémon-Instinkt. Was, Pokémon-Instinkt? Hier gibt es kein Item. Aber warum haben sie diesen Ort dahin gemacht? Ich verstehe es nicht. Ich schau mal weiter ein bisschen. Ne? Vielleicht finden wir doch was. Na gut, dann haben sie diesen Ort halt ein bisschen hingemacht, damit es ein bisschen origineller aussieht, wie damals in der gelben Edition. So, hier ist die geheime Hintertür, aber vorher schaue ich noch nach, was dort ist. Hier können wir auch noch lang. Gibt es hier vielleicht ein verstecktes Item oder sowas? Hier im Gebäude vielleicht? Nein, auch nicht. Schade. Dann gehen wir mal dort lang, in die Hintertür. Hallöchen, ihr wilden Pokémon. Ne, wilden Pokémon sind sie ja nicht. So, hier geht's weiter nach oben. Das ist jetzt ein bisschen Treppengelaufe. So, jetzt sind wir hier. So, und genau hier kann man in der gelben Edition ein Evoli finden. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings so unheimlich ist sie gar nicht. Wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Okay, ich schreib's mir auf. Moment. Ja, wir haben jetzt 17 Uhr. Muss ich in einer Stunde also daran denken, dass wir wieder an den Typen gehen. Okay, schreib mir auf. Typ mit Geschichte nach 18 Uhr. Okay, gut. Das werde ich dann später reinschneiden. Am Ende des Parts gehen wir aber zunächst noch raus. Hier gibt es nichts mehr anscheinend, außer diesen Typen mit der Geschichte. Ja, hier waren wir schon. Dann gehen wir mal wieder zurück in Richtung Innenstadt rein. So, mich wundert, dass es übrigens in den Städten, die wir immer besuchen, keine wirklichen Straßen gibt, wo Autos und sowas sind. Anscheinend laufen hier alle Charakter in Pokémon, ja, zu Fuß. Sehr merkwürdig. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist so groß. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Oh, du Weichei. Gehen wir mal da lang. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Ducate City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Aha, aha, okay. Interesting, interesting. Hier vielleicht ein verstecktes... Nein, in einem Supermarkt findet man bestimmt keine versteckten Sachen. Die Angestellten werden schon alles einkassieren, was sie da finden. Hallo, willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Die Übersicht ist an der Wand. Ach, du meinst diese Übersicht? Ja gut, schauen wir uns mal an. Klauen wir noch zunächst noch die Kasse hier. Oder was auch immer das ist. Sieht aus wie so ein Mikroskop oder so. Ne, das Blaue da oben ist das, ist diese Lupe da. Ach, egal. Erdgeschoss, Kundeninformation. Erster Stock, Zubehör für Trainer. Zweiter Stock, TM-Laden. Ja, den werden wir auf jeden Fall besuchen. Dritter Stock, Geschenkartikel. Vierter Stock, Drogerie. Fünfter Stock, Dachterrasse. Okay, erster Stock, habe ich vergessen. Okay, das ist wahrscheinlich... Ah ja, diese Grundsachen, was man eigentlich in fast jedem Pokémon-Supermarkt finden kann. Was verkauft ihr? X-Sachen, glaube ich, oder? Nein, auch dieselben Sachen. In dem Stil zumindest. Mein Papa hat sich sehr schwer getan, diese Bezeichnungen aller Items zu lernen und zu unterscheiden. Wann man sie einsetzt. Ja, gut. Wir kennen sie zum Glück schon. Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden. Mein Sohn hat mich dazu geraten. Dieses riesige Angebot an nützlichen Items ist überwältigend. Ja. Okay, das finde ich auch. Was ist eigentlich das für ein Ding? Sehr viel Pokémon Merchandising. Oh Gott, schwieriges Wort. Zum Glück kann ich es lesen.
Jetzt aber, geh die Treppe hoch, nicht da, vorbei, jetzt. Im Themenladen erhält man seltene Attacken. Okay, hoffen wir, dass sie gut sind. Ja, endlich habe ich meinen Porygon. Ich bin nicht sehr gut an den Spielautomaten, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Porygon 2. Oh oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Tja, da hast du den Salat, jetzt hast du dein Upgrade verloren. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese TM enthalten soll. Dann kauf dir halt noch eins. Ja, klingt doch logisch. Damit hilfst du die Supermarktkette und die auch. Eine Win-Win-Situation. Wie bei Julians Block und San Diego. Naja, gut. Was kaufen wir denn jetzt? Effekt-Hand vom Pokémon ab. Das müsste Kraftreserve, glaube ich, sein. Verstärkt Feuerattacken für 5 Runden. Das ist Sonnentag. Interessant. Ich dachte, die kriegt man gar nicht mehr. Ich dachte, die kriegt man nur einmal. Eine Runde Schutz. Wiederholung fraglich. Das ist Schutzschild. Verstärkt Wasserattacken für 5 Runden. Regentanz. Fügt in jede Runde Schaden zu. Das ist Sandsturm. Ja gut, ich würde sagen... Oh, hier kann man die ganzen Wetter-Items kaufen. Okay, kaufen wir uns einmal Sonnentag. Und bringen die Attacke Tornupto bei. Ich habe die ja ursprünglich nach Tara beigebracht. Da ich die Attacke mit einem... Mit Morgenschein oder so, wie die auch heißt, kombinieren wollte. Aber das war nicht so ganz gut. Deswegen ja, bringe ich Sonnentag jetzt einem anderen Pokémon bei. Und das ist in dem Fall... unser Tornupto. Knopffenster kann Sonnentag. Ja, könnte man eventuell eine Kombination mit Solarstrahl und Sonnentag machen. So, welche Attacke wollen wir denn vergessen? Wir haben Sternschauer, Donnerschlag, Erdbeben und Flammenrad. Ich würde sagen Sternschauer. Okay, und ich glaube, die Attacken von Tornupto passen jetzt alle, bis auf Flammenrad. Den könnten wir vielleicht noch zu einem Feuer Flammenwurf entwickeln, vielleicht noch. Gut, haben wir denn noch irgendwelche Items, die wir verwenden können? Ich schau mal nach Gyarados nach, vielleicht können wir Gyarados Regentanz beibringen. Ich schau schnell. Nein, Surfer möchte ich hier nicht einsetzen. Hier kann man ja gar nicht surfen, wie dumm eigentlich, ne? So, wir könnten Hydropumpe verlernen und ihnen Regentanz beibringen. Ich weiß, Hydropumpe ist so eine coole Attacke, aber ich bin ja nicht so der Fan von der Attacke. Deswegen bringe ich mal Gyarados Hydropumpe bei. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele Leute, die sich jetzt denken, was? Warum vergesst ihr Hydropumpe statt Regentanz? Ist der bekloppt? Ja, ich kann euch sagen, warum ich das jetzt mache. Und zwar aus dem Grund... weil Surfer 95 Schaden macht und Hydropumpe, ja gut, macht 220 Schaden, ist zwar schon stärker von der Attacke her, aber Hydropumpe ist nicht so genau. Außerdem hat Hydropumpe nur 5 AP und wenn die Attacke einmal nicht trifft, dann hat man sie nur noch 4-mal. Und ja, wenn man damit in der Liga reingehen sollte, und ja, dann ist man sehr schnell aufgeschmissen. Deswegen finde ich Regentanz besser als Hydropumpe. Na gut, Regentanz hat zwar auch nur 5 AP, aber die hält über eine längere Zeit, die muss man nicht immer neu einsetzen. Die kann man nur einmal, die kann man auch einmal im Kampf einsetzen und dann muss man sie nicht mehr einsetzen. Das heißt, Hydropumpe fällt weg. So. Und Gyarados lernt Regentanz, yippie. Okay, was haben wir denn noch für TMs? Ich glaube, das reicht eigentlich. Schade, dass es hier nicht mehr TMs gibt. Finde ich ein bisschen schade. Naja, gehen wir in das nächste Erdgeschoss. Obergeschoss. Ich sag immer Erdgeschoss, verdammt. Willkommen, womit kann ich ziehen? Oh, eine Pokepuppe, ein Herzbrief und ein Surferbrief. Oh, ist das nicht süß. Ich glaube, ich kaufe mir eine Pokepuppe einfach mal so. Zum Spaß, vielleicht für später oder so. Okay, und jetzt, was ist das? Achso, du bist ein Typ, okay. Ja, klingt ja logisch. Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Was ist das? Kühllagerräume oder sowas, oder? Nee. Sehr viel Pokémon-Merchandising. Oh Gott, schon wieder. Aber dadurch lerne ich das Wort. Das brauche ich wahrscheinlich später für Schule. Ich bin auf einer Wirtschaftsschule. Da muss man das Wort bestimmt irgendwann mal können. Ich möchte ja einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Damit fängt alles an. Die unnötige Scheiße mit den Briefen. Na gut, ich muss zugeben, in dieser Generation
sind sie noch nützlich, aber in den zukünftigen Generationen kann man sie eigentlich gleich verkaufen. Weil die so unnötig sind, das gibt's gar nicht. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genügend Geld. Na dann geh in die Spielhalle, zocke und verkaufe das verzockte Geld. Ja, so macht es so. Am Schwarzmarkt dann das verzockte Geld kaufen. Verkaufen, was rede ich hier wie ein Müll. So, hier kann man Vitamine kaufen. Oh Gott, wir haben ganz schön viel Geld, sehe ich gerade. Gut, was ist dort? X-Treffer, Mega-Block, Angriff plus X-Angriff, X-Abwehr. Ja, die ganzen X-Items halt, ne? Aber ich glaube, ich kaufe jetzt ein bisschen X-Treffer. Ja, X-Treffer, kaufe ich mir mal 5 Stück. Entschuldigung, muss mal kurz husten. Okay, dann, was ist dort? Ich möchte AP Plus kaufen, damit die Attacken der Pokémon steigen, aber das kann man nicht kaufen. Ja, das ist schade eigentlich, ne? Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Echt, das wusste ich nicht. Ich wusste, dass es in späteren Generationen so ist, aber in dieser Generation wusste ich es nicht. Naja, wieder was gelernt. Mama weiß ja auch nicht alles, ne? Hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Tja, Pech gehabt. Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt's es schon lange nicht mehr. Na, dann geh mal in die Spielhalle von Ducate City. Da findest du bestimmt ein paar Roulette-Sachen. So, hier wieder Merchandising, glaube ich, oder? Nein, halt nein, was habe ich da gemacht? Ich wollte keinen. Nein! Nein! Jetzt habe ich 2 gekauft! Fuck, wollte ich gar... Nein, jetzt habe ich einen Sprudel gekauft. Nein. Okay, ich sollte jetzt schnell zurückklicken. Okay, ich gehe jetzt auf zurück. 1, 2, 3... Nein! Jetzt habe ich mich vertippt. Nein! Okay, nochmal langsam. Goldsteck, Tafelwasser in Itemtasche. Mann, das ist fies. Jetzt habe ich 4 oder 5 Wasserdinge gekauft, obwohl ich die gar nicht wollte. Mann, ist ja fast so wie bei ich komme gerade nicht drauf. Moment, mir fällt ein Vergleich ein. Wo kaufen denn Sachen einer, wo man die eigentlich nicht kaufen möchte? Ich habe keine Ahnung. Falls ihr was wisst, schreibt es in die Kommentare. Das Einkaufszentrum in Postmine City bietet eine große und beste Auswahl an Artikeln. Was du da nicht findest, wirst du nirgends finden. Herr, ja, ich klinge wie ein Vertreter. Genau das wollte ich gerade sagen. So, was bist du? Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden gucke. Und liegt es an einem Stein oder was? Ach komm. Ja gut, ein bisschen, ja gut, ist eine kleine optische Täuschung, eine kleine, ganz, ganz, ganz winzige optische Täuschung. So, wo geht's hier lang? Hier kriegt man in der Game-Edition die TM-Weichei. Wir sind vor kurzem Slimer aufgetaucht. Siehst du den Teich davon? Vor dem Haus, dort leben jetzt Slimer. Wo kommen sie her? Das ist ein echtes Problem, wahrscheinlich aus einer Kanalisation vermute ich. Die irgendwie geplatzt ist unter der Stadt und dann sind die Slimers von der Kanalisation hier in dieses Wasser reingekommen, vermute ich mal. Ja, hier findet man im Wasser Slimer. Das gab es in der Game Edition noch nicht, das wurde hier eingeführt. Naja. Ich habe schon wieder bei dem Spielautomaten verloren. Die Mädchen spielen aber auch an den Automaten. Versuche es doch selbst mal. Wie? Ich bin kein Mädchen. Ich bin ein Junge. Ich spiele an richtig harten... Wie heißt es? Blackjack-Tischen. Genau. Der Spielplatz für jedermann. Spielhalle von Prismania. Was ist dort? Die Wechselstube, oder? Prismania City. Die Stadt der Regenbogenträume. Tipps für Trainer. Der Mega-Block schützt Pokémon vor Spezialattacken wie zum Beispiel Feuer und Wasser. Hol dir seine Items im Einkaufszentrum von Pitman City. Ach so, wie der Werbung, okay. Okay, hier ist die Wechselstube. Entschuldigung, gerade eben wieder. Hier kriegt man wieder ein paar Sachen. Die
TMs kenne ich gar nicht. 32, 29, 15. Ich schätze mal, das ist Hyperstrahl. Das ist Drachenwut. Ach, keine Ahnung. Ich schätze mal, das sind dieselben TMs wie auch in der Game-Edition. Okay, hier kriegt man ein Lavitar, das wird zu Deskpotar und ein Porygon und ein Pikachu. Yay! Puh, ich muss richtig Blut bewahren. Wenn ich nervös werde, könnte ich mein ganzes Geld verlieren. Ja, das stimmt, das haben Glücksspieler an sich. Ich möchte mein Porygon, aber mir fehlen... ich möchte ein Porygon, aber mir fehlen 100 Münzen. Ein Tipp, schau mal auf den Boden in der Spielhalle, das findest du manchmal Münzen. Schauen wir mal nach, ob wir auch hier was finden. Nein, hier gibt es anscheinend keine. In der Game-Edition findet man hier Münzen auf dem Boden. Entschuldigung, Moment. Oh Mann, jetzt bin ich, habe ich eine ganz andere Stimme. Mann, keine Ahnung, was mit mir los ist gerade. An diesem Automaten will ich spielen. An dem habe ich schon gestern haushoch verloren. Das will ich heute wieder haben. Glücksspielsüchtige. Merkt euch, wenn ihr mal Glück spielt und in diesen Gedankenstrang kommt, hört auf zu spielen. Das ist sehr wichtig. Weil sonst versorgt ihr noch mehr Geld. Die Spielautomaten sind alle hochmodern. Echt, schauen wir uns die mal an. Oh mein Gott. Er hat recht. Aber ich habe jetzt keine Lust zu spielen. Gut, wer bist du? Hey, Champion Spee. Spielst du auch an den Automaten? Ich möchte genügend Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon. Aber ich habe noch nicht genügend Münzen. Tja, dann spiel weiter. Ich glaube, an diesem Automaten werde ich gewinnen. Die Gewinnchancen sind bei jedem Automaten anders. Das glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, ein Gerücht, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich vermute es einfach mal. Keine Ahnung, warum ich jetzt noch mit an diesen Automaten dran bin. Einfach mal so aus Neugier. Hier ist ein Fettsack von einem Spielautomaten. Kabel, Steven, habe ich, wenn ich Münzen gewonnen habe, gehe ich zum Barkhänger und fress mich voll. Nein. Die Münzen kommen mir entgegen. Hm, was, Zwerg? Du willst spielen? Ich teile mein Glück mit dir. Er hat uns Münzen gegeben. Naja, ich fühle mich wohl, wenn ich anderen etwas Gutes tue. Und jetzt sage ich weiter Münzen zacken. Für Barking später. Njam. Hm, die Chancen, eine Pikachu-Reihe zu bekommen, stehen gut, aber was nun? Ach, wisst ihr was, zock mal eine Runde. Mit dem Geld, was uns geht. Oh, das ist Roulette. Darauf habe ich keine Lust. Darauf. Ah nein, das ist ja kein Roulette, das ist Raten. Ding ins Raten, welches Pokémon so kommt, ne? So eine Art. Deal or no deal. Ach, keine Ahnung. So, jetzt zocken wir mal hier. Ich fixiere mal die 7 an. 1. Nein, das haben wir gefailt. Aber wir haben immerhin die Trauben bekommen. Ach, wisst ihr was? Eine zocke ich noch. Und dann ist Schluss. Ich bin ja nicht glücksspielsüchtig oder so. Nein, nein, nein. Ach komm, das will ich jetzt wieder haben, das Geld. Verdammte Kacke. Okay, ich mache noch 2 Runden und dann reicht's auch. Nein, so knapp. Oh Gott, das lasse ich jetzt noch nicht auf mir sitzen. Ich will die 7. 1? Nein. Nein, nicht einmal das Pikachu habe ich jetzt bekommen. Ach, verdammt. So, jetzt zack, 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 zack. Ja, ja, ja. Ja, komm schon. Hofft auf mich. So, jetzt stopp. Nein. Nein. Oh, ich will das Geld. Ich will. Ich krieg den Jackpot. 1. Nein. Oh, nein. Oh. Okay, nochmal. Das lasse ich jetzt nicht auf mir sitzen. Ich will die 7. 7. Nein, nein. Ah, komm, eine will ich noch gewinnen und dann ist Schluss. Jetzt mache ich es einfach mal im Schnelldurchlauf. Komm schon. 1. Nein. Ja. Okay, jetzt noch eine 7, dann haben wir's. Nein. Ah, oh, so knapp. Oh Mann, ich habe gerade eine Pleite. Und verzockt gerade meine ganzen Münzen. Naja, immerhin diese Sternlust hier, die retten uns noch ein bisschen. So, jetzt reicht's aber auch. Okay, bei den Typen kann man Münzen eintauschen. Ich
tausche mal ein paar Münzen ein, weil ich mir was kaufen möchte. So, nehme ich mal gleich eine Menge Kohle dafür. So. Ja, ihr seht, wie viel Kohle ich jetzt dafür ausgebe. Nämlich alles. So. Okay. Gut, was hast du zu sagen? Willkommen! Du kannst deine Münzen nebenan gegen fabelhafte Preise eintauschen. Gut, dann schaue ich nach im PokeWiki, was das für TMs sind, die wir hier in der Wechselstube bekommen. Die interessieren mich nämlich ein bisschen. Wir könnten uns eins von denen holen, oder auch zwei von denen, oder ja, auch drei von denen hier. Schauen wir mal nach. Also, bis gleich. Okay, TM15 ist Hyperstrahl. Was TM29 ist, weiß ich nicht, aber ich finde, Hyperstrahl lohnt sich. Und zwar kaufe ich mir jetzt Hyperstrahl, damit ich die Attacke einem Pokémon beibringen kann. Was dadurch natürlich sehr stark wird. Und zwar bringe ich Hyperstrahl. Na, dem bringe ich es bei. Nachtara natürlich. Und die Attacke, die ich vergessen werde, ist. Moment. Ich muss auf den Spezialangriff von Nachtara aufpassen. Ich schau mal schnell im Wiki nach. Bis gleich. Naja, Nachtara hat nicht so einen hohen Spezialangriff, aber. Egal. Scheiß drauf. Die Attacke, die ich vergesse, ist Sonnentag. Oder Sonntag? Machen wir Sonntag verlernen. Ja, machen wir Sonntag aus. So. Oh, Entschuldigung. Ja, das kann Nachtara Hyperstrahl. Das erhöht natürlich seine Stärke extrem. Natürlich hat Nachtara nicht so einen hohen Spezialangriff. Sieht man auch ganz deutlich, nur 66. Allerdings könnten wir den vielleicht erhöhen. Außerdem ist Hyperstrahl sowieso schon ziemlich stark. Also wir müssen quasi erreichen, dass Nachtara auf Spezialangriff spielt. Gut, haben wir denn... Also ich sollte mal vielleicht noch schauen, was wir noch machen können. Ja, egal, reicht eigentlich schon. Jetzt haben wir ein paar Münzen im Überfluss. Was heißt hier ein paar? Wie fahren wir denn jetzt eigentlich im Überfluss? Na, wo ist das? Münzkorb hier. 603. Na gut, das passt ja eigentlich. 603, das passt. Ja, passt. So, jetzt haben wir zwar 10.000 für ein paar Münzen ausgegeben. Zu viel, aber egal, passt eigentlich. Gut, bei der waren wir schon. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Ja, schauen wir mal rein. Sprich mich nicht an! Du störst meine Konzentration! Wie beim Fressen oder was? Komm, da passen doch 20 Tonnen da rein in dir. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin erst glücklich, wenn ich platze. Na dann, viel Spaß. Das Essen ist ja gut, aber in Ducati City gibt es die besten Speisen der Welt. Arme Kao, ich esse immer weiter. Na Schub, Chefkoch! Hey Chefkoch, was geht? Hi Kinder! Wir halten gerade ein Wettessen ab. Wir können dich im Moment leider nicht bedienen. Mann, was ist das für ein Service? Ich gehe mich beschweren. Wo ist ihr Chef? Was steht das? Wettessen. Essen bis zum Umfallen. Kein Zeitlimit. Der größte viel Fraß bekommt alles umsonst. Oh, dann müssen die anderen drei zahlen. Tja. So macht man auch sein Geschäft. Mann, das ist hier eine richtige Geschäftsstadt. Ducatia City. Ach ja, ich habe übrigens was vergessen. In der Spielhalle, da ist ja noch etwas, was ich euch noch zeigen möchte.
So, und zwar sind hier ein paar Schalter in der Game Edition. Schauen wir mal nach, ob die hier immer noch da sind. Hey, hinter diesem Poster. Da ist nichts. Fuck, dachte, wir können jetzt hier wieder ins Sorkett-Hauptquartier. Dann kommt, da finden wir die Sylph-Co. Oder sowas für den Geisterturm in Lavandia. Und dann können wir den Typen befreien, der Team Rocket irgendwie. Ach, kacke. Jetzt habe ich den Witz versaut. Egal. Hey, hinter diesem Poster, da ist nichts. Ja, hier auch nichts. Super, die haben die Schalter entfernt. Wahrscheinlich das Ordnungsamt von Ducati City. Jede Wette. Ich hasse sie. Okay, jetzt haben wir die Stadt erkundet. Boah, hat 30 Minuten gedauert. What the fuck? Im Restaurant wird ein Wettessen. Ach so, den hatten wir schon. Moment, hier findet man auch irgendwo ein AP Plus. Kann das sein? Hier vielleicht? AP Plus her. Hier gibt es ein. Ah, haha, ich hab's gewusst. Hier gibt es auch in der Game Edition ein AP Plus und hier gibt es ebenfalls ein AP Plus. Das Problem ist, ja, volles Inventory. Was machen wir? Wir geben. Was machen wir jetzt? Fuck, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, ich gehe ins Pokémon Center zurück. Dann machen wir den Kampf gegen Erika im nächsten Part. Eigentlich wollte ich diesen Kampf in diesem Part machen. Aber weil ich befürchte, dass es wieder unsynchron laufen könnte, beende ich diesen Part jetzt ein bisschen ja, früher. Eigentlich würde ich den jetzt gerne länger machen wollen, den Part. Aber ich muss schauen, ob mein Kampase irgendwie wieder spackt oder ob das alles gut läuft. Lagern wir mal die ganze Scheiße ab. Das war alles, was wir nicht brauchen. Ja, warum mache ich es eigentlich so? Nein! Ah. Ja, man muss eben so, lalala, weg damit mit diesem ganzen Krampf. Au, weg die... Obwohl, Kraftwürfel brauchen wir, verdammt! Egal. 10 reichen auch. Moment, machen wir es gleich zu einer geraden Zahl. So, jetzt haben wir eine gerade Zahl, das ist gut. Dann gehen wir zurück zu diesem AP Plus Dingens. Ich speed es ein bisschen, lalala. Na, jetzt... Ah, Hilfe, Hilfe, da sind Böder hinter mir her. Mörder, Mörder, tut was, Hilfe. Lauf, Leute. Oh Mann. Okay, jetzt haben wir AP Plus. Und jetzt, ja, setze ich hier Zerschneider ein. Und dadurch kommen wir in die Arena. Der Typ sieht übrigens aus wie Professor Eich. So, stellen wir uns neben ihn und dann geht's im nächsten Part weiter. Also bis zum nächsten Part. Ciao Leute! Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Es war einmal ein kleiner Junge. Er hatte eines Tages ein neues Fahrrad bekommen. Er wollte sofort darauf fahren. Das machte ihm so viel Spaß, dass er gar nicht bemerkte, dass die Sonne untergegangen war. Auf dem Weg nach Hause, durch die pechschwarze Nacht, wurde das Rad langsamer. Die Pedale wurden schwer wie Blei. Als er aufhörte, in die Pedale zu treten, rollte das Rad rückwärts. Es schien fast, als wäre das Rad verhext und versuchte, ihn ins Verderben zu bringen. Kreisch! Der Junge war auf dem Radweg bergauf gefahren. Babum, babum! Es ist schön, dass du meine Geschichte so aufmerksam gelauscht hast. Nimm dies, TM3. TM3 enthält Fluch. Das ist eine schreckliche Attacke, bei der die KP des Opfers verringert werden. Dankeschön.